Hallo, guten Tag. Hallo, Denenesh. Hallo, der Philipp aus der Schweiz. Ich Hallo grüße dich. Philipp, ich freue Hallo. mich. Darf ich du sagen? Darf ich du sagen? Absolut, sehr Super. gerne. Sehr gut, sehr gut. Das freut mich sehr. Ja, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich freue mich hier zu sein. Es ist schon ein arbeitsreicher Tag, aber ich freue mich hier zu sein, mit dir zu sprechen. Ebenso, ebenso. Wunderbar. Ja, du gibst ja in Strange World deine Stimme der Mutter Meridian Clade, die mit ihrem Mann und ihrem Sohn in ein turbulentes Abenteuer hineingezogen wird. Und ohne zu viel zu verraten, sie auch oft aus brenzligen Situationen retten muss. Wie gefiel dir diese Geschichte? Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich den Zuschlag für die Rolle bekommen habe. Es ist nämlich mein erster animierter Film, den ich sprechen durfte, ja, mein erster Animationsfilm und dann gleich den Weihnachtsfilm von Walt Disney. Besser geht's nicht. Ist ein Ritterschlag, ganz ehrlich. Also und ich, die Geschichte fand ich großartig und vor allen Dingen habe ich die Rolle der Meridian so ins Herz geschlossen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Okay, super, gut. Ich glaube, das ist der diverseste Disney-Film aller Zeiten. Es gibt emanzipierte Figuren, es gibt Figuren mit verschiedensten Wurzeln, es gibt eine homosexuelle Romanze und es gibt einen behinderten Hund. Hier ist das ganze Ensemble zu sehen. Ja, wenn du jetzt zurückdenkst, da hat sich ja einiges verändert, seit du 1992 ins Filmbusiness eingestiegen bist, oder? Ja, man könnte sagen, da hat sich einiges verändert. Zeit wurde es und wobei ich so sehr immer im Moment lebe und sage, schön, dass es jetzt passiert. Schön, dass wir diese Vorbilder sein können im Film und dass wir einfach diese Vielfalt der Bevölkerung abgebildet sehen. Ja? Das sind ja Role Models. Das ist toll, wenn man da eine Normalität sieht, wie in dieser Familie. Ja, es ist großartig. Und so in der Form, auch mit dem Thema, by the way, der Sorge um die Energieversorgung, warum die sich überhaupt auf dieses Abenteuer machen, ist ja auch unheimlich zeitgemäß. Genau. Ja, und wenn man denkt, so ein Animationsfilm hat ja von der ersten Idee, bis er dann ins Kino kommt, dauert etwa 5 Jahre. Da waren sie fast der Zeit voraus mit diesem Energiethema. Ja. Jetzt sprechen wir darüber, dass wir zur Energie Sorge tragen müssen, um über den Winter zu kommen. Und jetzt kommt dieser Film. Das war auch mein erster Gedanke. Ja, Genau. absolut. Das ist so en point. Ja. Besser geht's eigentlich nicht. Und Genau. nicht nur besser geht's nicht, sondern er ist so wichtig, gerade in dieser Zeit. Aber auch das ganze Thema Familie, was hier noch behandelt wird, ja, der Zusammenhalt der Familie. Man steht für sich ein, Vertrauen, Verzeihen, Frieden schließen. Also es ist wirklich ein großes Potpourri, was da geboten wird. Und ich finde diesen Film, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, so bildgewaltig, so voller neuer Figuren. Wirklich ein toller Abenteuerfilm. Und Und Welten. ich freue mich, ein Teil davon zu sein. Genau. Figuren und Welten natürlich. Sie gehen ja auf Ja, eine genau. Abenteuerreise. Ja. Im Zentrum steht aber diese Vater-Sohn-Beziehung. Konkret, wie Väter versuchen, ihre Kinder oder ihr Kind zu beeinflussen. Kennst du das von deinem Vater? Magst du da was dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ja, mein Vater hat mich auch sehr beeinflusst, ganz ehrlich. Bis heute noch. Und das finde ich toll, dass er mich begleitet. Früher natürlich an ganz kurz alleine. Und man versucht natürlich. Das stimmt gar nicht. Ich muss es mal umdrehen. Ich glaube, man fällt sehr schnell, ich habe keine eigenen Kinder, aber man fällt sehr schnell in die Falle, dass man möchte, dass die Kinder genauso sind wie wie man selbst. Ja? Oder dass auch Geschwister, auf die ich jetzt aufgepasst habe, so ähnlich ticken wie ich selbst. Und eigentlich geht es doch darum, und das will jeder für sich selber, und das wollen wir am Ende auch für Familienmitglieder und Kinder, dass sie individuell sind, dass sie einzigartig sind und besonders sind.
Und auch das behandelt dieser Film so wunderbar. Stimmt, ja. Apropos besonders, du bist ja Schauspielerin, Sängerin, jetzt neu Sprecherin, du bist Buchautorin und wenn ich das richtig gelesen habe, hast auch schon Stunts gemacht. Ist das korrekt? Ich habe Stunts gemacht, ja. Absolut nicht, jetzt nicht so, dass wir wirklich groß drüber sprechen könnten, aber ja, ich habe mit Stunt-Koordinatoren immer wieder gearbeitet und mich auch mit Boxen, und das ist toll an meinem Beruf, ich habe auch mal Boxen lernen müssen für eine Rolle. Das ist sehr viel Disziplin und sehr viel Konzentration, gerade bei Stunts, weil man da nie übermütig werden darf. Ja, das stimmt. Und ich habe mal durchgezählt, ich kam auf 56 Film- und Kinoproduktionen und da ist Theater noch nicht mal dabei. Und weshalb ich das sage, jetzt war es für dich jetzt nicht seltsam, im Studio zu stehen und dich quasi auf die Stimme zu konzentrieren müssen, ohne den ganzen Körper einzusetzen, wie du das von anderen Produktionen kennst. Wie war das für dich? Doch, ich habe da ja gestanden und ich bin wahnsinnig agil und ich bin auch manchmal, um loszulassen, immer im Studio im Kreis gelaufen. Also ich bin sehr körperlich und natürlich im Endprodukt hört man nur meine Stimme. Ja, aber das ist natürlich im Studio, in der Aktion war ich mit meinem ganzen Körper dabei. Es ist was anderes, absolut, weil ich auch da ins kalte Wasser springe. Du siehst in dem Moment nochmal einzeln die Situation. Ich weiß nicht mehr genau, wo sie herkommt oder wo sie hin will als Figur. Und es ist wirklich der Moment. Aber das Tolle ist ja, wir haben einen Synchronregisseur, der mir dann hilft, der das Buch auch geschrieben hat, das Synchronbuch, und mich natürlich auch so ein bisschen eingebettet hat oder gesagt hat, nee, da kannst du noch ein bisschen mehr geben und mach's mal liebevoller, nicht so, oder mach's mal mehr im Befehlston. Und dann haben wir so Wege versucht, die Situation genau auf den Punkt zu treffen. Okay, super. Ja, jetzt habe ich mich ja natürlich akribisch auf dieses Interview vorbereitet, habe deine ganze Vita gelesen, habe mir alle deine 56 Filme angesehen. Danke, du übertreibst. Nee. Aber vielen Dank, nein, du hast dich vorbereitet. Ich merke, was über den Film erzählt. Genau. Und je mehr, aber ich muss jetzt Spaß beiseite, je mehr ich über dich gelesen habe, desto mehr dachte ich, jetzt muss ich hier eine Frage noch stellen, die irgendwie, die du heute noch nicht gehört hast oder die dir irgendwie gerecht wird. Und vor allem, du machst ja auch viel wohltätige Sachen. Du setzt dich für Lesen ein, für Kinder und Lesen. Ich habe gesehen, du machst auch viel zum Thema gesunde Ernährung. Also da dachte ich so, jetzt muss ich noch irgendwie hier eine spezielle Frage stellen. Und hier kommt sie. Hau raus! So, also, die Meridian und ihre Familie muss sich durch ein Dickicht einer für sie unbekannten Welt kämpfen. Und dein äthiopischer Name Denenesh bedeutet auf Deutsch Walddickicht. Ja. Zufall? Du gibst dir schon die Antwort selber. Nein, natürlich nicht. Ich habe da ja mit dran gemalt an dem Animationsfilm. Schön, wie du das beschreibst. Ja, das ist so. Habe ich noch gar nicht gesehen. Also ich habe es natürlich nicht nur so punktuell gesehen. Sie gehen ja durch ganz viele Sachen, aber es geht da auch wirklich. Wobei in dem Moment ist mir das auch aufgefallen. Als ich die Bilder gesehen habe und die Szenen gesprochen habe, ist mir dieser Urwald, diese Dichte auch aufgefallen. Ja, ja. Ich meine, eine große Verbundenheit zu. Ist ja schon witzig, dass dein Name auf Deutsch übersetzt. Ja, da bin ich eben vorhin drüber gestolpert und dachte, das ist doch hier mal eine interessante Anekdote. Ja, das stimmt. Sehr gut. Ja, vielleicht zum Abschluss, ich habe noch eine Minute, sehe ich gerade. Was ist für dich, wir haben es zwar angesprochen, die verschiedenen Botschaften, aber was ist so das Schönste, was du aus dem Film mitgenommen hast? Für mich ist es wirklich im besten Sinne, es ist ein Familienabenteuerfilm. Ich glaube, es ist wirklich von alt bis jung
alles wird bedient, weil da ernsthafte Themen wie Familie, Verzeihen, ja, zwischen dem Vater und seinem Sohn sich wiederfinden, es ist jemanden supporten. Ich finde, der Film ist humorvoll, er ist sehr liebenswert durch Platsch. Das ist ein ganz toller Film für diese Zeit, in der wir jetzt leben. Und der Klimawandel wird ja auch noch angesprochen. So. Ja, und von daher wunderbar, dass der jetzt gerade so am Ende des Jahres, wo alles vielleicht ein bisschen ruhiger ist und wir zusammenkommen, für die Familie bereitsteht und man kann ins Kino gehen. Wunderbar. Dänisch, ich bedanke mich sehr fürs Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht bei einer anderen Gelegenheit. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis Ciao. Dann.